Eins. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Minecraft Ragnarok 6 mit Yogi. Hallo, Krian. Hallo. So. Wir müssen hier noch ein bisschen Geschwindigkeit boosten. Ein Boost? Ja, ich will es nicht so boosten, wie es Yogi gemacht hat. Ja, das ist auch ein bisschen, ne? Ich will jetzt nicht sagen Overkill, aber das ist schon schnell. Ja gut, du kannst es ja justieren. Du kannst es ja runterdrehen von der Geschwindigkeit. Ja, also. Weißt du, ich kann das runterdrehen. Nein, niemals. Musste ich ja schon. So, mit dich jetzt hier wegmachen. Nee, du bist so, das ist schon richtig. Wir müssen den hier hin machen, dann den hier ran machen, dann den daran machen und dann geht jetzt die Baumfarm ab. So, jetzt wird die Baumfarm abgehen wie ein Zäpfchen. Wie ein Zäpfchen? Ja, wir gucken mal ganz kurz. Das war vorher 32 SU, Theoret 512. Oh ja. Oh mein Gott, war das gerade laut. Es ist halt optisch nicht schön, wenn man das so macht. Ja, gut. Gibt Schlimmeres, sagst du? Aber jetzt haben wir... Oh mein Gott, wie es abgeht. Njo, njo, njo. Man merkt halt schon, dass die Geschwindigkeit jetzt für 16-facht hat. Ist das 16? 32 mal 16? Ja, müsste 512 sein. Ich kann mir vor, ich glaube, wir müssen es nochmal runter machen auf 256. Ich glaube, die letzte Verbindung ist doch ein bisschen arg viel hier. Habe ich so ein Gefühl. Was brauche ich für Belt? Mechanical Belt. Ja, getrocknete. Nur das? Ja, easy. Ja, die kosten nicht viel. Die sind halt. Ich die mag kosten die, nicht viel. Ich mag die Belts. Die sind super. Die sind auch gut. Und eine sehr schöne Sache. Gerade für längere Strecken sind die optimal. Weil sie halt, glaube ich, 16 Block weit gehen können. Muss ich jetzt meine Kiste hier wegtun? Ja. Wär gar nicht mal so dumm, ne? Dann machen wir uns noch eine hässliche Kiste. So. Räum da mal alle hässlichen Dinge rein. Ui, ui, ui. Das dauert, das dauert. Haben wir dich da drüben jetzt eigentlich leer geräumt? Nee, wir haben doch fast. Die Höhe, eins Höhe, eins Höhe. Das ist die falsche Richtung wahrscheinlich, oder? Oh doch, es gibt Äpfel. Okay. Ich dachte nicht, dass die Darkwood, Dark Oak auch Äpfel geben. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so ein Old Oak Exclusive. So, zack, zack. Mechanical Belt. Damit können wir jetzt unten nämlich sowohl die Baumfarm als auch unsere Presse mit anschließen. Ich mache mir von da aber noch weg und stelle dich hier hin. So, zack. Und dann machen wir jetzt den nach dort.
Aber wir verstecken den Teil, das Zeug so gut wie es geht. 128 ist so, das ist okay. Drehst du jetzt noch in die richtige Richtung? Nein, nur am Rad. Machst du. Wunderbar. Das Einzige, was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass ich hier über das Ding drüber springen muss und nicht dran vorbeilaufen kann. Kann ich das irgendwie umbauen? Naja, das mache ich später, wenn ich viel Endeszeit habe und nicht quasi von der Hand in den Mund lebe mit Endeszeit. So, das kommt da rein. Das war ja alles wieder etwas langsamer machen, damit ich das besser sehe. Kommst du auch dahin? Gold können wir nicht schmelzen, okay. Einfach noch eins höher machen. Gucci. Der Schritt, den ich jetzt eigentlich machen wollte, war diese Kupferdinger da. Für die Spouts. Spout möchte ich machen. Dafür brauchen wir nochmal Tried Kelp. Und das war der Grund, weswegen ich die gemacht habe. Also nehmen wir doch den ganzen Kram dann nochmal mit. Falsch rum. Richtig rum, falsch rum, richtig rum, falsch rum. Warum macht das? Wie kann ich das denn vernünftig tun? Kann ich wieder gar nicht. Ich hasse es. Ich hasse Zahnräder. Ich liebe Zahnräder und ich hasse Zahnräder. So. Brauchen Warum habe ich da eigentlich ein Zahnrad? Kuber und nochmal Tried Kelp. Ein Tried Kelp, um genau zu sein. Ja, ein Tried Kelp. Da wäre es fast schlauer, für sowas ein Lagerfeuer zu craften, glaube ich. Lagerfeuer sind schöne Dinge. Ne? Ja, so. Lagerfeuer ist Campfire in dem Fall. Ich glaube, das ist insgesamt auf jeden Fall schlauer, als da für solche Kleinigkeiten immer Kohle zu verschwenden. Gerade wenn man nur einen Teil kochen will. Brate. Es dauert halt deutlich länger. In der Zwischenzeit brauche ich ein Glas. Oh, danke. Glas. Zack, 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 zack. Tada! Spout. Gib mir das Spout. Danke. Tada! Was kriegt man dafür jetzt Tolles? Ingestible Gear. Noch einen kostenlosen Tank und einen Drain. Das ist schon geil. Okidoki. So, das machen wir hier hin. Und dann können wir nämlich den Marble hier reinmachen. Dann hoffe ich, dass ich das jetzt hinbekomme. Das müssen wir aber eigentlich auch hier unten machen, weil ich brauche die Rotation.
Zack. Können wir von hier klauen. Es wäre echt mal so toll, wenn man einfach die Sachen immer dabei hätte, die man bräuchte. Aber ist natürlich quasi nie so. Ich habe zwar alles einigermaßen parat gelegt gehabt, aber halt nicht bei mir. Kann das alles nichts werden? So. Diese brauchen wir nicht. Die könnten wir gebrauchen. Was mir gerade irgendwie aufgefallen ist. Was denn? Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum du die ganze Zeit nichts sagst. Ich bin die ganze Zeit gemutet. Ah, okay. Ich war gerade auch schon so, Krian ist sehr ruhig. Aber okay, vielleicht konzentriert er sich gerade. Da möchte ich ihn jetzt nicht stören. Also ich habe auch dich nicht gehört. Weil ich komplett alles gemutet habe. Also auch Zuschauer haben dich nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt der Fall war. Ja, du, mein Gott. Ja. Ja. Wissen wir zumindest, wo die Ruhe herkam? Ja. Aber ich habe eh nichts, nicht viel Sinnvolles von mir gegeben, daher alles. Ja, gut, das ist nichts Neues. Also. Eben. Was? Ärgere mich hier über Zahnräder und Co. Also, ja, geht natürlich nicht, weil kein Schaft da ist. Ja, gar nicht sich hier Sorgen machen. Also Schaft da nicht. Da war kein Schaft, war echt. Schaft los. Ui! Auf damit. Sollst du noch nicht machen. Gut, theoretisch könnte ich das jetzt sogar hier tatsächlich ein bisschen nutzen. Ich denke nämlich, wenn ich das jetzt hier ranbringe. Dann kann ich das nämlich dahin machen. Dann müsste ich hier stoppen. Ha! Wie geil. Es war zwar nicht so geplant, aber es funktioniert so. Also, go for it! Los, sauge er es aus. Einfach akzeptieren. Er saugt es aus. Ich bin so begeistert. Ja, ist doch schön. Und jetzt puste es deinen Eimer. Hast du es gemacht? Nein. Nee, hat er nicht. Das möchte ich nicht. Aber warum nicht? Er möchte halt nicht. Willst du mich verarschen? Nö, er möchte das nicht kriegen. Aber. Nö. Nix aber. Es kann doch nicht daran liegen, dass ich ein Depot brauche. Okay, was brauche ich für ein Depot? Ein Casing und ein Endosite. Ja, yeah, mein Gott. So, jetzt müssen wir das Ganze nur einmal ganz kurz wieder rückwärts tanken lassen, damit das wieder in das Ding reinballert. Du musst weg, du musst weg. Du hierhin, du dahin.
Wenn ich das jetzt hier ran verbinde, pumpst du es dann wieder raus? Nee, tust du nicht. Super elegante Methode, das zu verbinden, ich weiß. Nein, der muss sich andersrum drehen. Dann bringt das ja gar nichts. Ja, das heißt, der kommt wieder weg. Der kommt auch weg. Ja, der darf sich ja drehen. Ich kann das mit dem nicht verbinden, wegen dem hier. Ist ja doof. Warum? Hätte sich da? Nö, oder? Nö, hätte ich auch nicht gemacht an seiner Stelle. Wie habe ich den denn da drüben zum Drehen gebracht, vernünftig? Mit kleinen Cogwheels? Kleine Cogwheels sind immer gut. Wissen wir alle? Kleine Cogwheels sind die Macht. Aber dann dreht der wieder falsch rum. Ach, Leute. Ach, ich bin so selten dämlich. Du weißt noch nicht, was ich hier fabriziere. Aber ja. Es geht nicht darum, was ich fabriziere. Es geht darum, dass ich nicht dran denke, dass ich eine blöde Wrench in der Hand habe, womit ich die Richtung von dieser blöden Pumpe manuell ändern kann. Oh. Ich sag ja, du bist selten dämlich. Wollte ich nie anzweifeln, Krea. Jetzt das hier machen. Okay, langsam wird's, aber ich bin geistig durch hier gerade. So, dann gucken wir mal, ob das dann geht. Wahrscheinlich geht's gar nicht, weil es mit der Flüssigkeit nicht geht, die ich hier habe. So. Hier, nein, nicht so. Und Joinkers. Und Joinkers. Und jetzt das Ganze noch verbinden. Zack. Zack, zack, zack. Zuschauen lassen und wieder drehen. Der braucht selbst keinen Antrieb. Normalerweise. Ist der antriebslos? Ah. Immer halt eins höher, ne? Ich bin da ja flexibel. Wieso pustest du das nicht da raus? Es geht nicht. Ich brauche Experienced Bucket. Das ist Bucket gefüllt mit Essence. Das ist nicht mal XP, die ich brauche. Ja, ist richtig. Mir geht's auch so. Bin gerade zu dumm, zwei Crushing Wheels in verschiedene Richtungen sich drehen zu lassen. Ich möchte das nicht. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich bin noch wahnsinnig. Okay, tief durchatmen. Tief durchatmen. Ja. Ich schieße einfach die Steine, wir drehen das auf Vollspeed und dann schießen die Steine einfach bis in die Unendlichkeit noch viel weiter. Dann, ne, haben wir das Problem nicht mehr. Dann tun die uns nichts mehr. Ich kann die auch hier unten einfach dran machen, komm. Hier einen dran. Can extract fluids. Dann fallen die direkt da rein.
Mache ich hier noch einen rein. Und dann habe ich hier einen Stein dran. Keine Ahnung, ob das was... Ja, drehen, nee, falsch. Drehen beide nach außen. Wir müssen jetzt genau andersrum drehen. Kannst du von unten mühlen. Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Kira und ich werden jetzt mal unsere Gehirne wieder sortieren, dass wir das beim nächsten Mal hier ordentlich hinkriegen. Und ja, bleibt gesund, hau rein und bye bye. Auf Wiedersehen.